So, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir sind irgendwo im Keller. Und werden eventuell von irgendwelchen Drohnen beschossen, aber das ist überhaupt alles gar kein Problem, weil wir haben ja zum Glück einen Panzer. Drohne getroffen! Sie ist noch aktiv! So, ist jetzt hier Ruhe? Gut. Anscheinend ist jetzt Ruhe. Das Problem ist, dass unser Erzwidersacher, der Arkham Knight, leider entkommen ist. Weil eigentlich müssten wir noch in seiner Basis eigentlich noch den ein oder anderen Hinweis finden, oder? Ach, hier, guck mal, hier hat es sogar noch so Waffenkästen gegeben. Wie gut. Ach nee, das ist keine Waffenkiste, sondern das ist einfach nur ein Stromkasten. Das hat doch schon so einen leichten Frosted Glass-Effekt. Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Für jemanden, der niemanden tödlich verletzt, redet er erstaunlich viel von Büßen, ne? Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Hä? Achso. Hör ich da draußen die Polizei sehen? Jetzt immer kommen die Bomben? Muss ich hier machen? Kasse zu dumm zu sein. Ich muss ja aussteigen, ne? Weil da links ist ja einfach nur so ein dummer Kasten. Den wir wahrscheinlich einfach nur kaputt haben, oder? Das ist nämlich das, was ich vorhin eigentlich schon machen wollte. Oh je. Schießen die gerade einfach mit normalen Waffen? Ich meine. Sir, der Wärmescanner des Batmobils zeigt nur einen Körper, das ist der Fahrer, kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. So. Er kommt näher! Trenn ihn von der Straße! Feuer! Dürft ihr das feuern? Ja, muss ich doch gar nicht, oder? Ich bin geschossen! Warum auch immer ist der Arkham Knight immer so sehr darum bemüht, hier so zu entkommen, das ist der auch nicht. Er kommt näher! Trägt ihn von der Straße! Feuer! Ja, mit was zum Glauben schießen die ja über mich? Das scheint ja nicht besonders effektiv zu sein. Oh, das muss er gespürt haben! Schieß nochmal! Nein. Ich dachte, ich kann irgendwie die Typen hier irgendwie mal rausnehmen aus dem Leben, aber die dann halt auch nicht. Nein! Er kommt näher! Trägt ihn von der Straße! Ja, okay, wollte ich sagen. Der Signal wird schwächer, weil ich diese Karre nicht lenke. Oh. Ach man, wie dumm ist denn das? Hallo. Weißt du, weil du diese Karre nicht irgendwie rückwärts fahren kannst? Rückwärtsgang nicht vorsehen. Vor allem, das Signal wird schwächer, ich bin nur noch hinterher. 300 Meter ist er gleich weg. Er hat uns wiedergefunden. Ja, weil die Verfolgung anscheinend ein Signal. Ja, jetzt fahre ich nur den Dachen hier auf dem Boden nach. Ich hätte gerade über abkürzen können, wenn ich einfach eine Brücke runter wäre. Noch 300 Meter, wieder von gefunden. Das sind 200 Meter, das ist ja quasi direkt neben hier. Dann schießen wir einfach mal seine Ads ab. Ne? Irgendwie treffen meine Raketen wesentlich besser als seine. Er kommt näher! Träg ihn von der Straße! Ja, ich würde ja auch gerne die Leute von der Straße. Eröffne das Feuer! Jetzt bist nur noch du da! Haltet ihn mir vom Leib! Achso, er wird sein. Er hat lange. Also irgendwie, das ist mein größtes Problem, ist ja, glaube ich, eigentlich, dass mein Unvermögen, wie vorwärts zu fahren. Deswegen, dafür, dass er so viele Drohnen hat, möchte man doch eigentlich meinen, dass er Mannschaftstransporter über ähnliche Bewaffnung verfügt. Nur wieso wären die Drohnen? Was ist denn hier eigentlich? Hier ist mal so eine Zeit, wo ich so ein paar Feuer weghaue. Alter, wie er durch die Gegend fliegt. Immer sind das alles nur Verbrecher, die auf der Straße sind. Die können wir ja ohne Probleme überfahren, nicht wahr? Ja, wie ist der? Ja, dafür, dass er sich angeblich so gut auskennt mit Batman. Das ist natürlich ärgerlich. Ist ja echt unvorbereitet auf die ganze Angelegenheit hier. Der Panzerwagen ist wahrscheinlich leer, das nur. Der Panzerwagen ist zerstört. Ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört. Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten. Das ist wahrscheinlich nur ein Dings drin, ne? Das ist natürlich nicht der Arkham Knight. Das war ja klar. Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Nein, das glaube ich aber nicht. Der ist eigentlich eine Atemmaske drauf. Wie fühlt sich das an? Man den Fahrer.
falschen Mann zu jagen. Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orgen? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Zeigt aber seinen Hintergrund. Wo ist er? Von den Kindern übertragen. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen. Das ist der Reifen schon im Kopf drin. Das macht so ein bisschen die Druckkulisse kaputt. Achso, warte mal, ich muss jetzt... Ich muss selber steuern. Eine andere Option? Wo ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt. Der Knight ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Wie praktisch. Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Jut. Ich weiß ja nicht. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Ah ja. Jetzt kommt vor allem der Pinguin ins Spiel, so völlig aus dem Nichts, ne? Richtiger Name: Oswald Chesterfield Cobbleport. Beruf: Schwarzmarkthändler. Hat auch lange dafür gelernt. Standort: Gotham City, Augenfarbe blau, Haarfarbe schwarz, 1,47 Meter, Größe, also Gewicht 170 Kilogramm, Detective Comics 58, Dezember 1941. Der Pinguin ist ein exzentrisches kriminelles Genie und hauptsächlich für seine windigen Geschäfte bekannt. Oswald, Sohn der wohlhabenden Familie Cobbleport, besuchte eine Schule in Übersee. Als seine Familie harte Zeiten durchlebte, begann Cobbleport damit, auf den Straßen Londons eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen. Jahre später tauchte er als Pinguin wieder in Gotham auf. Er verkaufte Waffen auf dem Schwarzmarkt und heizte so die illegalen Aktivitäten an, durch die sich ein Großteil der Unterwelt von Gotham finanzierte. Nach seiner schweren Niederlage in Arkham City ist der Pinguin nun erneut im Geschäft und liefert Waffen an die Besatzungsmächte in Gotham durch eine Scheinfirma namens North Refrigerator. Refrigerations? Ja, ist natürlich auch sehr gut, schön, dass der Pinguin noch nicht davon ab kann, immer noch irgendwie die gleichen Muster aber zu benutzen. Das ist ein bisschen vorhersehbar, oder? Er ist auf jeden Fall ein Genie auf dem Gebiet der Kriminalität und der Finanzen. Er ist ein Experte im Nahkampf. Was? Und unbeherrschlich und grausam, besitzt viele Kontakte in der Unterwelt. Ist auch vor allem geil, dass er ein Genie im Nahkampf ist. Wir erinnern uns daran. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Vor allem hat er Sicherheitslücke gefunden. Wir wissen ja, dass der Arkham Knight auf alte Daten handelt eigentlich. Das bedeutet doch eigentlich, dass die Sicherheitslücke, von der wir hier reden, schon recht alt sein sollte, oder? Was hat man davon, ne? Ewigkeit nicht gefixt. Wer weiß, wer die schon lange ausnutzen könnte. Wenn du die nämlich nur passiv nutzt, ist doch eigentlich voll gut. Mit der Konsole ist es schlimmer? Mit dem Autofahren? Ja, wie es gerade ist, das war halt echt, also die Riddler-Dinger mit dem Autofahren waren bis jetzt nie ein Problem. Aber das war jetzt gerade tatsächlich anstrengend. Ja, ja. Schön in die Zwischensequenz gesprungen. Können wir den Batwing natürlich auch nicht das Batmobil auf der anderen Insel absetzen, ne? Ja, wir wissen das natürlich wie so eine Motte. In Dead Space müssen wir dann unser Auto upgraden. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeigen Sie, was das bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Oh, schießt erstmal abends Flugzeug ab. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren.
Wird der Virus bei höherer Waffenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Yay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist wie der Mehrfachraketen davon, ne? Batmobil gesichtet! Grand Avenue! Sir, ich habe die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreitet meine Befehle. Schild Auffangeinheit, erledigt ihn! Drohne bezieht Position an der Flanke. Batman hat Ritter zerstört. Ich brauche noch eine Waffe ergeben. Ich bin wieder ein bisschen ärgerlich. Unter Beschuss! Von dem Auto soll nichts übrig bleiben. Vor allem, weil das ist das Schöne, der Batman hat ja doch 15 Autos, ne? So. Ja, aber irgendwie wissen wir. Die Drohnenaufschaltung erscheint mir gerade ein bisschen. Ein bisschen quatschig, ne? Weil. Wir haben eine verloren, Sir. Er lässt euch wie Trottel aussehen. Eigentlich an sich, was bringt mir das denn, wenn ich hier irgendwelche Autos hacken kann? Dann kann ich doch lieber die Deus Ex Machina nehmen und hier. Oder? Dass du endlich mal nicht mehr teilen kannst. Section 2 Drohnen, ne? Ja, wow, aber. Dann könnte ich doch genauso gut die mit dem Multiraketenwerfer abschießen, oder? Ich weiß nicht, das ist mal gegen Massen, das ist zwar irgendwie ganz witzig, aber ansonsten. Rattler offline! Stellen die sich ja nicht jetzt selbst, wenn ich jetzt fertig bin mit denen? Also ich bin nicht gesehen, aber auch. Wo ist der hin? Beginne Gebietssuche! Ah ja. Tatsächlich Selbstzerstörung. Sir, ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird sie auf einem Dach am Runneler Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Ah ja. Oh, Nightwing. Ach ja, das ist Nightwing. Ah ja, okay. Ich komme mit den Robins ja mal durcheinander. Das ist ja der quasi in Gotham nicht mehr gebraucht wird. Da gibt es ja schon woanders Leute und deswegen hat er jetzt quasi. Hat die Batman einen Job in einer anderen Stadt gegeben. Dick Grayson, Verbrechensbekämpfer. Standort Blüthafen, Augenfarbe blau, natürlich, Haarfarbe schwarz, 1,83 Meter, 82 Kilo. Erstes Auftreten in Tales of the Teen Titans 44, 1984. Das war noch recht jung. Als jüngstes Kind einer Akrobatenfamilie namens die Fliegenden Graysons wurde Dick Grayson Zeuge am Mord seiner Eltern durch einen Mafia-Boss, der Schutzgeld von ihrem Zirkus erpresste. Bruce Wayne adoptierte den Waisenjungen und zog ihn zu seinen Paten in der Verbrechensbekämpfung heran, Robin. Mit der Zeit litt Grayson darunter, stets in Batmans Schatten zu stehen und zog nach Blüthäfen, entschlossen sich zu beweisen. Dort bekämpfte er das Verbrechen unter einem neuen Namen, Nightwing. Von Batman zur Verbrechensbekämpfung ausgebildet, begnadeter Akrobat und Meister auf der Kampfkünste. Yay. So. Missionsauswahl. Wir haben doch jetzt hier. Mittlerweile wird der Draht langsam echt voll, ne? Was haben wir hier noch? Herrscher der Straßen. Finanzierte Checkpoints der Miliz. Hab ich vor allen Dingen schon gemacht, ne? Gepanzerte Fahrzeuge. Ein Panzerfahrzeug. Okay. Der Scan des gesamten Stadtgebiets hat einen Milizpanzerwagen aufgespürt. Ich übermittle Ihnen die Koordinaten. Koordinaten. Sehr schön. Signal wird schwächer. Signal ist leider schwach, ne? Es wird nicht schwächer, es ist schwach. Leider hat. Gotham nicht so wirklich so lange Strecken, mit denen man gut, heizen kann. Das ist eher so. Batman kriegt, was er verdient. Scarecrow ist noch nicht geschlagen. Müsste eigentlich mal wieder im GCPD-Gebäude einweiten, das oder? Weil. Das weil wir jetzt ja die Hauptquest ja wieder weiter gespielt, da gibt es doch bestimmt das Neue zu erzählen. Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Los hier! Durchhalten, so. Verstärkung ist unterwegs. Wie lange muss ich jetzt im Panzerwagen? Ich halte erwischt! Das ist
ist quasi jetzt genau die Verfolgungsjagd, die ich gerade schon gemacht habe. Ich muss jetzt erst die PDS ausschalten. Und danach die. Nein. Ich werde beschossen. Oder? Okay, das kann ich irgendwie auch. Kann ich das irgendwie auch beschleunigen? Die haben zumindest noch wirklich noch Schützen dran. Ist der Weg ja nicht in die Fahrt vorher? Also wie ist es, wenn ich den 8er einsetzen will, um hier schneller rauszukommen aus der Geschichte? Nur noch eine Einheit, halte die Nummer. Okay, ich kann das also abkürzen. Führungswagen erledigt! Alle Mann zurück! Okay. Ich habe einen Panzerwagen der Miliz ausgeschaltet. Jemand muss den Fahrer aufgreifen und aufs Revier bringen. Ich setze jemanden drauf an. Natürlich setze ich jemanden drauf an, das ist verständlich. So, dann haben wir das. Dann können wir jetzt mal kurz nochmal zum GCBD gefahren. Wo auch immer das ist. Moment. Wo ist denn jetzt diese komische Bude? Uhrenturm. Wegmarke setzen. Ich bin quasi direkt um die Ecke, ne? So, ja, bin ja. Was ist hier noch? Hier sind diese Villa und so. Batman! Wenn du irgendwann zu meiner Prüfung der Buch der Divinity Church erscheinen solltest, wird es dich sicher beruhigen, dass ich schon das ideale Grab im nahegelegenen Friedhof für dich ausgesucht habe. Ja, das Ding ist, was will dieser komische Riddler eigentlich von mir? Weil es ist ja nicht so, als hätte ich da irgendwie, als könnte ich zu seiner komischen Quest rüberlaufen, ne? Komme ich jetzt da rein? Ich meine, du bist ja quasi von einem Raum zum anderen laufen. Das ist ja die Idee. Ah, Scarecrow ist eine echte Spaßbremse. Er sollte mal was Lustigeres machen. Wo kriegt der Riddler nicht mal diese grünen Lampen her? Und jetzt? Ach so, ich geh das einfach auf. Das ist aber irgendwie auch eine ziemlich witzlose Geschichte, oder? Was? Das ist alles? Das ist alles? Ich meine, das ist der ganze Aufwand, diese scheiß Trophäe hier zu kriegen. Indem ich hier irgendwie das Batmobil verwende. Um hier irgendwelche Wände hin und her zu schieben. Ja, wow. Den ganzen Weg zurück zum GCPD gerannt. Aha. Können wir auch irgendwie einsteigen? Queen Street 80. So. Richtig, wollte zur Restzelle fahren. Mal kurz gucken, ob unser bester Kumpel Jack Ryder schon was Neues erzählt hat oder irgendwelche anderen Leute da oben. Das ist ja mittlerweile auch der Typ mit dem Hut. Neue Hinweise, was wir tun können. Na gut, dafür aber mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.